Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Ja, wir haben in der letzten Folge einen sehr wertvollen Speer zerstört. Die letzte Waffe, die Kalkatorik den Garaus machen würde. Und wir haben uns dazu entschieden, den zu zerstören. ich bin mal groß gespannt drauf, wie wir die Möglichkeit dann haben, Kalkatorik den Garaus zu machen ohne diesen Speer. Aber gut. Wir lassen uns einfach überraschen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung, denn die nächste Woche wird etwas ganz Besonderes, denn das ist die Woche, in der ich Geburtstag habe, am 9. Oktober. Und ich habe mir gedacht, als kleines Geschenk auch an euch, wir werden eine ganze Guild Wars 2 Woche machen, von Montag bis Freitag. Es gibt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils hier Geschichte mit Soraya. Davon wird eine Folge sein, dass wir hier die Karte zu Ende erkunden mit Plischert. Und Freitag gibt es dann das letzte Meta-Event von Heart of Thorns, und zwar Widerstand des Drachens. Dann haben wir nämlich alle vier großen Meta-Events, die mit dieser Erweiterung rausgekommen sind, einmal durchgespielt. Habe euch einen kleinen Eindruck da reingepackt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich drauf und möchte an der Stelle auch nochmal ganz herzlich Danke, Danke, Danke sagen für diese vielen Jahre YouTube. Mittlerweile sind es, glaube ich, genau, Guild Wars ist vor 3 Jahren online gekommen, und zwar am 15.02.21. Aber mein allererstes Sims 4 Video, damit habe ich ja überhaupt gestartet, ist am 5.02.2020 rausgekommen. Heißt, vor genau mehr als fast 4 Jahren, nächstes Jahr wären es dann 5 Jahre. Und ich möchte da erstmal riesig Danke sagen für die ganze Zeit, für das Engagement von euch, für die Klicks, Likes. Deshalb Dankeschön in der Hinsicht dafür. Da werden wir erstmal geheiligter Boden. Wir sind mittlerweile in, lasst mich kurz gucken, Kapitel 6 von Pass of Fire. Reist zum Grab der altehrwürdigen Könige. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier hinten unser Sternchen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Deshalb seht es mir nach, wenn ich ein bisschen durch die Nase rede oder zwischendurch mal den Tee hin mich reinkippe. Oh, das sieht auch cool aus. Ja. Das Grab der altehrwürdigen Könige. Das Portal in die Nebel ist da drin. Dann ist das unser Weg zu den Göttern. Was wir wohl da drin finden werden. Antworten. Mehr will ich gar nicht. Nicht diese Stille. Es muss doch eine Erklärung geben. Das ist leicht. Die Menschengötter haben Tyria verlassen. Diese Erklärung gefällt euch vielleicht nicht, aber... Das kann und werde ich nicht hinnehmen. Was immer auch der Grund war, uns steht nur ein Weg offen und den müssen wir beschreiten. Ziehen wir weiter. Okay. Ich kenne dieses Gebäude, aber ich weiß nicht, was wir drinnen machen. Dafür ist es zu lange her. Wir haben auf jeden Fall hier ganz viele Geister. Wir haben hier aber auch böse Geister. Kommt ihr? Ihr lasst mich immer so schön vorrennen. Was denn? Wir machen euch doch gar nichts. Wir sind ausnahmsweise immer die Lieben. Wir waren noch nie böse. Da hinten sind noch welche. Reist zum Grab der Alterswürdigen. Ich weiß nicht, müssen wir die bekämpfen? Dürfen wir... Arbeitet euch zum Eingang vor. Doch, also die müssen wir bekämpfen. Okay. Dann machen wir das. Zustand wird besser. Ich liebe den Ele. Es ist so cool. Okay, das haben wir auch geschafft. Und ich glaube, da oben, es sind noch ein paar Böse bei. Dies ist kein Ort für Lebende. Ja, okay, die haben wieder Angst. Und da sind aber wieder ein paar Böse, okay. Ich bin mal gespannt, was das mit sich auf sich hat, wieso die Böse sind und die alle gut. Auf jeden Fall haben sie uns schon entdeckt. Aufladen. Und wollen direkt zu uns kuscheln kommen. Mein Leben. Mein Leben. Okay, mein Leben. Okay,
Das haben wir geschafft. Arbeitet euch zum Eingang vor. Was habt ihr in diesen geheiligten Hallen zu suchen? Seid ihr gekommen, um noch mehr Embleme unseres Königshauses zu stehlen? Nein. Haltet ein! Wir haben es nicht auf eure Klunker abgesehen oder was auch immer ihr hier bewacht. Klunker? Wie könnt ihr es wagen? Vielleicht solltet ihr lieber die Verhandlungen führen, Kommandeur. Es stimmt, was er sagt. Wir sind keine Diebe, wir müssen nur passieren. Bitte lasst uns durch. Zum Wohle Tyrias. Ich durchschaue eure Lügen. So oft schon haben Diebe und Eindringlinge diesen heiligen Boden entweiht. Ich töte euch lieber, bevor ich das noch einmal zulasse. Okay. Macht gibt mir recht. Also sie hat uns das nicht abgekauft. Oh, okay. Sie hat Illusionen erzeugt, um sich zu verbergen. Nur eine davon ist echt. Wenn wir die echte finden und ihre Konzentration stören könnten, würde es uns vielleicht gelingen, die Illusion zunichte zu machen. Ja, wir versuchen es schon. Sie meint, ihr sollt sie treffen, Zweig. Da ist sie wieder. Wie sie immer wegrennt von mir, wenn ich überhitzen will. Sucht nach der echten Nadier, Kommandeur. Ja, ich bin leider ein bisschen umgekippt. Ja, hallo? Könnt ihr mich mal leben lassen? Dankeschön. Ja, ich habe ein neues Bild. Bin auf Condi und habe, wie man gesehen hat, nur zwischen 12 und 13.000 Leben. Das ist nicht viel. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, jetzt dürfen wir hier wieder durchwuseln. Sucht nach der echten Nadier, Kommandeur. Da ist sie wieder. Macht gibt mir recht. Okay, wir haben sie scheint's, oder? Ich kann euch nicht aufhalten. Oh. Ihr dürft passieren. Wie gesagt, wir sind keine Diebe. Ihr habt mein Wort. Das behauptet ihr. Aber ich bin nicht die Einzige, die ihr überzeugen müsst. Oh, wen dann noch? Ich habe euch bereits das Durchgangsgerecht gewährt. Was wollt ihr denn sonst noch? Erzählt mir mehr von alterwürdigen Disaster. Gut, die Königin und die Königin der alterwürdigen Dynastie wachten mehr als 600 Jahre lang über Elona. Heute besteht unser Haus nicht mehr, doch wir waren die Ersten, die über diese Lande herrschen. Spricht weiter. Manche sagen es, der erste allehrenwürdige König sei von den Göttern gekrönt, über die anderen erhoben worden, die dieses Land als Erste betraten. Doch ob das der Wahrheit entspricht, ist längst vergessen, ausgelöscht von Sand der Zeit. Ich erzähle mir mehr von eurer Zeit als Königin Elona. Elona war wild und gesetzlos. Verfeindete Stämme bekriegten sich ohne Unterlass. Es gab niemanden, der unschuldigen Schutz oder Opfern Gerechtigkeit spendeten. Daher gründete ich den Orden der Sonnensperre. Ah, und versammelte viele große Krieger um mich. Gemeinsam brachten wir die verfeindeten Stämme Elonas unter meinen Banner. Wir sorgen für Frieden. Mit meiner Klinge versuche ich, den Frieden in der Wüste zu erkämpfen. In euch lodert dasselbe Feuer, wie ich sehe. Okay, mit ihr haben wir gesprochen. Wir müssen mit allen sprechen und in der Zeit mit allen Herrschern bezwingen irgendwie. Okay. Lasst uns in Frieden. Es genügt.
Diese Geister sind aber wirklich schrecklich. Schmerz. Joko hat großen Eindruck auf sie gemacht. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Wir versuchen's. Wenn nicht, dann ist es halt so, aber... Ui. Nun schaut euch das mal an. Ja, Ridlock. So, wo haben wir noch Herrscher? Wir haben da hinten noch einige. Die würde ich würde als erstes alle bekämpfen, um versuchen, den Erfolg zu kriegen. Und dann gucken, dass wir... Ja, genau. Joko, aber König Vasi. Okay. Da hinten ist noch jemand. Den haben wir übersehen. Habe ich ja gesagt. Noch jemand übersehen? Nee, ne? Oh, der nächste. Okay, okay, okay. Wir werden direkt ins kalte Wasser geschmissen. König Vasi. Mal gucken, was der uns Schönes erzählt. Die Barriere rührt sich kein Stück. Irgendwelche schlauen Ideen? Was steht hier? Absorbiert erlittenen Schaden. Minen! Seit ich hier bin, habe ich noch gar nichts sprengen dürfen. Ja, wo sind die Minen? Mine gelegt. Okay, hier, komm. Perfekt, das hat gesessen. Okay, das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Hanna, wo ist die nächste Mine? Mine gelegt. Ja, hier. Bumm. Das hat gesessen. Er wieder unverwundbar. Ja, wo ist Kanach hingerannt? Da rennt er lang, okay. Mine gelegt. Ja. Komm her, du. Sehr gut. Jetzt macht ihn platt, bitte. Gebt alles an Schaden, was ihr habt. Los, los, los. Okay, wir haben ihn. Sehr cool. Nice. Und? Quatscht der jetzt auch mit uns? Ja. Und so holt sich der falsche Herrscher von Helona noch mehr Trophäen für seinen Kaminsitz. Aufgeladen! Wir wollen nur passieren, um mit den Göttern zu sprechen, nichts weiter. Wir versprechen, euch in Frieden zu lassen, wenn ihr das im Gegenzug auch tut. Frieden? Nun gut, wir werden ja sehen. Okay, wir quatschen mit ihm. Worum geht es? Ich wüsste gerne mehr über eure Zeit als Herrscher von Helona. Eure Geschichts... Lektion, nachdem ihr unseren heiligen Boden unerlaubt betretet und meinen getreuten Untertanen angegriffen habt. Wir haben uns nur verteidigt. Eure Untertanen haben uns angegriffen. Das sagt ihr so alles. Also was habt ihr vor? Warum dringt ihr in unsere Grabmal ein und stört uns? Wir sind auf der Suche nach Antworten von den Göttern. Dann findet die Antworten, die ihr sucht. Als ich König wurde, herrschte Krieg. Unsere Armeen wurden aufgerieben, doch ich hielt stand. Schad das Volk um mich, bald war ich als Verteidiger der Wüste bekannt. Okay. Gibt es da, wo ihr herkommt, denn keine Bücher? Die altehrwürdigen Könige und Königinnen regierten schon seit der erste Mensch seinen Fuß in die Sande Helonas gesetzt hat. Okay. Fragt Nala oder Dahla, die Herrscher... Herrschaft der Allerwürdigen endete mit ihnen. Okay, also das waren die letzten. Wir haben hier sonst nichts. Ich vermute mal stark, wenn man hier die Schatztruhen plündert, dass ja, das Ganze dann als Diebstahl zählt. Deshalb lassen wir die schön in Ruhe. So, wir haben noch 3 Minuten. Okay, das ist nicht sehr viel. Mal gucken. Ah, das sind doch die 2, ne? Wir wollten nicht respektlos sein. Und doch schert ihr euch nicht um die hier ruhen. Ihr habt diesen erhabenen, heiligen Boden mit eurer Anwesenheit verpestet. Was habe ich gesagt, Kanach? Ihr solltet dringend baden. Ihr solltet dringend baden. Sehr nett, Ridlock. Wir möchten mit den Göttern sprechen. Solche Lügen haben wir schon öfter gehört. Ihr seid Agenten dieses Emporkömmlings Joko. Nee, nicht wirklich. Und wie die anderen werdet ihr die Konsequenzen eurer Taten tragen müssen. Die altehrwürdige Dynastie endete,
mit uns. Egal, was dieser Schwindler Joku behauptet. Okay. Und so wird euer Geschlecht enden. Hier in der Finsternis. Zustand wird besser. Okay, die eine ist... Ah, okay. Müssen wir die nacheinander kaputt machen? Kann das sein? Okay. Das sind wieder Mesma. Ja, wie die alle mich kaputt machen. Das gibt's gar nicht. So. Ja, klar. Aufgestanden, umgefallen. Okay. Ich mache mir hier kurz mein anderes Heilsiegel hinein. Und wieso müssen wir das jetzt nochmal machen? Wir hatten die doch schon so weit fertig. Ach, dieser Schmerz. Okay, was macht die denn bitte für einen Schaden? Okay, jetzt ist die andere scheint dran. Ah, da hinter uns ist er. Okay. Bei allem Wind. Erst Verteidigung funktioniert, Kommandant. Oha! Mine gelegt. Ja, okay, Moment. Ich komme. Ich bin unterwegs. Komm, schnell. Puff. Okay, das hat funktioniert. Okay. Ist ja gut, dass wir Kanach dabei haben, zum Glück. Wo rennt Kanach wieder hin? Hier rennt Kanach hin. Bin unterwegs. Moment. Zustand wird besser. Bin unterwegs. Die Wut ist mein. Kanach, helf mir! Okay, jetzt hat sie ihre Schwester, ich vermute mal, dass das Schwestern sind, geholt. Mich bringt nichts zu ein. Ich kann nicht weiter. Okay, die haben wir. Jetzt müssen wir die andere. Oder? Zustand wird besser. Oh. Macht mir recht. Was war das gerade? Sie ist einfach zurückgekommen. Zurückgekommen. Zu sein. Ja, da müssen wir die gleichzeitig. Wir müssen beide auf einmal erledigen. Ja. Haben wir's? Ja, okay, das hat funktioniert. Das war ein Knaller. Es reicht. Ja. Wir können euch nicht gestatten, diesen Ort zu enttäuschen. Gebt den Befehl, Nadie, und unser Kampf beginnt erneut. Wartet, die sind nicht so wie Jokos Plünderer. Vielleicht sagen sie ja die Wahrheit. Aufgeladen. Oh, der Erste, der Einsicht zeigt. Das sind nichts weiter als Diebe, genau wie all die anderen. Zügelt euren Zorn, Nala. Vielleicht verurteilen wir sie vorschnell. Nun gut. Wenn ihr diesem Ort den nötigen Respekt erweisen könnt, dürft ihr passieren. Okay. Wir sprechen auf jeden Fall mit allen. Ah, guckt mal. Sprecht mit allen Herrschern über die Geschichte der alterswürdigen Dynastie. Wir müssen noch mit Nala sprechen. Nala. Das ist hier die Dame. Wir sprechen sie jetzt schon mal an, dass wir einfach schon mal den Erfolg abgeschlossen haben. Und dann kriegen wir einen kleinen Mini. Was kriegen wir für einen Mini? Oh, der ist ja putzig. Der geht genau bis zum Knie von uns. Okay, worum geht es? Erzählt mir, wie Elona während eurer Herrschaft war. Als Dala und ich auf dem Höhepunkt der Blüte Elonas zu Zwillingsherrscherinnen gekrönt wurden. Die Kriege der Vereinigung waren längst vorüber. Aus potenziellen Eroberern waren inzwischen zuverlässige Verbündete geworden. Der Handel blühte in der Wüste. Er brachte gelehrte Meister des Kunsthandwerks und Kaufleute, die exotische Feilboten. Milch und Honig floss im Land und allen ging es gut. Okay, wo ist das Aber? Die altehrwürdigen Dynastie hatte schon hunderte von Jahren regiert. Wir waren jung und schön und ganz Tyria lag uns zu Füßen. Wir dachten, es gäbe nichts, das wir nicht schaffen können. Und das brachte uns zu Fall. Oh, okay. Wie endet die alleswürdige Dynastie? Die Skerabäen, sie seuchen niemand.
wusste, wo oder wie sie begann, doch fast das ganze Königreich wurde davon ausgelöscht. Oh. Dala und ich waren trunken von Hochmut der Jugend. Wir lebten für Wein und Gesang, für die Verlockung des Fleisches. Und es gab Leute, denen es gefiel, uns blind zu halten. Oh, okay. Als die Seuche ausbrach, waren wir schon fast zu fehlgeleitet. Das Volk von Ilona rief um Hilfe, doch sein Flehen stieß bei uns auf taube Ohren. Oh, 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 oh. Mann. Schmähte und verfluchte uns. Manche gaben uns sogar die Schuld. Schließlich raffte die Seuche auch uns dahin. Das war das Ende unserer Herrschaft in der altehrenwürdigen Dynastie. Mit Taten, nicht mit Worten. Unsere Überreste liegen vergessen im Staub. Es ist nur eine kleine Geste, aber uns würde es viel bedeuten, wenn ihr ihnen Ehre erweisen würdet. Okay, also wir müssen an die Gräber. Zeigt Respekt. Das machen wir jetzt schon mal direkt als erstes und ich hoffe, dass wir dann mit denen noch zu Ende quatschen dürfen. Und erweisen die Ehre. So, das haben wir dann auch. So. Dürfen wir jetzt passieren? Ihr habt den nötigen Respekt gezeigt. Ja. Ihr dürft in die Nebel schreiten. Oh, cool. Wir geloben das Andenken an eure Regentschaft zu ehren und diese Lande zu respektieren. So sei es. Wir werden einen zweiten Betrug niemals vergeben. Es gab ja nicht mal den ersten, ihr Monks. Okay, was jetzt? Okay. Okay. Diese armen Geister. Selbst im Tode sind sie vor Joko nicht sicher. Seid einfach dankbar, dass man mit ihnen noch vernünftig reden kann. Nun, ja, kann auch. So ganz vernünftig waren die nicht. Sind wir bereit, den Göttlichen unsere Fragen zu stellen? Auf jeden Fall. Okay, wir haben eine Stiefelkiste bekommen. Hier ein bisschen was. Der kleine Mini, den machen wir mal hier zur Account-Garderobe. Schemenhafte Besitztümer. Okay, das gab dann das nochmal. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ne? Boah, das Portal sieht ja schon cool aus. Möchtet eure Geschichte fortsetzen, der Wahrheit stellen. Wir betreten die Instanz. Das Refugium. Oh, was ist denn das hier? Die Reise verlief nicht so glatt, wie ich es mir erhofft hatte. Hat das Portal nicht funktioniert? Wir sind mit Sicherheit nicht mehr im Grabmal. Es hat uns irgendwo hingebracht, aber... Kein Zeichen von den Göttern und auch nicht von unseren Gefährten. Das ist ja ein großartiger Anfang. Sie waren beim Betreten des Portals direkt neben uns. Sie können nicht weit sein. Ach stimmt, nur Kanaris bei uns. Okay, wir müssen jetzt hier nach vorne. Wir haben aber auch jetzt nicht mehr so viel Zeit von der Folge übrig. Aber wir gucken jetzt zumindest mal, gruppiert euch mit euren Leuten neu. Das machen wir noch. Wenn nicht, gibt es den nächsten Part, die Fortsetzung, dann nächste Woche. In der Guild Wars 2 Woche. Moment, Moment, Moment. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Irgendwo, ich sehe einen Ridlock. Ich sehe ein Ridlock, aber ich sehe keine Cass. Ridlock, wir haben dich gefunden, zum Glück. Ihr habt es auch geschafft, hä? Nach einer kleinen Unannehmlichkeit? Ja. Das ist es also? Wir sind in den Nebeln? Tief in ihrem Inneren. Dieses Gefühl würde ich jederzeit wiedererkennen. Es ist, als würde mir eiskaltes Wasser den Rücken herunterlaufen. Okay. Wo ist Kashmir? Wir haben sie nicht gesehen. Ja, die Götter der Menschen scheinen ihre Spielchen mit uns zu spielen. Na los, sie muss hier in der Nähe sein. Okay. Cass, wo bist du? Da ist sie. Da sind wir doch vorbeigelaufen, da spinne ich jetzt. Da habt ihr es, Kommandeur. Begreift ihr es? Begreift ihr, wo wir jetzt stehen? Meine Hände zittern und ich kann es nicht kontrollieren. Ein Treffen mit den Göttern? Könnt ihr euch das vorstellen? Haltet noch etwas für mich durch, Cass. Oh, soll sie doch ihren Spaß haben. Schließlich wird sie schon bald ihren Schöpfern gegenüberstehen. Und glaubt mir, so etwas vergisst man nicht.
Wir müssen sie trotzdem suchen. Irgendeine Idee, wohin wir gehen sollten? In den Geschichten wird nichts zu den Gebieten jenseits des Portals gesagt. Nur, dass es sich um einen Durchgang in die Nebel handelt. Okay, Leute, wo rennt ihr jetzt lang? Okay. Also die Art, wie dieser Sandsturm an einem Ort verharrt ist, merkwürdig. Ja. Meint ihr, dort versteckt sich etwas? Könnte. Ist ja meistens so. Aber ich würde sagen, damit die Spannung bleibt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Davon dreimal Story, einmal Karte und ein Event Widerstand des Drachens. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like und einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du ganz neu bist, dann sei herzlich animiert, den Abo-Button zu klicken und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Ich freue mich sehr auf die nächste Woche, wenn wir dann unsere Guild Wars 2 Woche machen zu meinem Geburtstag. Und ja, ich hoffe, du freust dich drauf und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.